Gute Gründe für das Studium in Holland. Warum studieren eigentlich so viele Menschen in Holland? Holland ist das zweitbeliebteste Zielland für deutsche Studenten. Derzeit mehr als 25.000. Was macht das Studium so besonders? In NL gibt es nur noch die Studienabschlüsse Bachelor und Master. Das entspricht den neuen europäischen Richtlinien und die Abschlüsse sind problemlos in Europa anerkannt. Man unterscheidet Fachhochschule, HBO und Universität, WO. Man lernt in kleinen Gruppen an konkreten Fällen, Lernen am Modell und mit großem Praxisbezug gehören dazu. Studenten werden von den Dozenten kollegial begleitet. Es gibt moderne Studienangebote, die bei uns gar nicht angeboten werden. Um beispielsweise Hebamme zu werden, studiert man an einer Fachhochschule. Bei Pferdemanagement kombiniert man Tierwissenschaften mit Ökonomie. Viele Studiengänge werden auch in Englisch oder Deutsch angeboten. Will man auf Niederländisch studieren, bietet die Hochschule eine ganze Reihe von speziellen Kursen an. Innerhalb von 5 bis 8 Wochen ist man dann fit für den Studienstart. Manche starten sogar mit einem integrierten Sprachkurs zu Beginn. Anders als in Deutschland gibt es nur wenig zulassungsbeschränkte Fächer. In BWL, Psychologie, Biomedizin oder Sozialpädagogik einen Platz zu erhalten, ist kein Problem. Falls sich doch einmal zu viele bewerben, man denkt an Psychologie, kann die Hochschule selbst entscheiden, wie viele Plätze dezentral, also von der Hochschule über die sogenannte dezentrale Selektie oder durch ein notenabhängiges Losverfahren, Numerus Fixus, vergeben werden. Hat mit dem deutschen Numerus Clausus aber nichts zu tun. In Medizin werden beispielsweise alle Plätze dezentral vergeben. Am besten, ihr erkundigt euch bei der Hochschule, wie dort die Studienplätze vergeben werden. Aber nicht vergessen, rund 95% der Studiengänge in NL sind zulassungsfrei. Schaut also erst einmal, ob euer Studiengang überhaupt zulassungsbeschränkt ist. Die Bewerbung verläuft landeszentral über studilink.nl. Die Menüführung ist in deutscher Sprache möglich. Hilfe findet man unter studilink-hilfe.de. Das Studium in NL ist finanziell sehr attraktiv. Zwar gibt es dort Studiengebühren, zurzeit 1.951 Euro. Dieses Geld kann man sich aber von der holländischen Regierung leihen. Das heißt Kollegegeldkredit. Man zahlt die Gebühren also erst nach dem Studium. Ein Studium in Holland kann man auch durch deutsches BAföG komplett finanzieren. Für die Eltern gelten aber bestimmte Einkommensgrenzen, genau wie bei einem Studium in Deutschland. Für viele auch attraktiv? Auch eine Förderung durch die Niederlande ist möglich. Man nennt das Studienfinanziering. So kann man auch unabhängig vom Elterneinkommen gefördert werden. Wer jetzt noch Fragen hat, kann sich auf folgender Webseite informieren: studieren-in-holland.de.